Kirby möchte einen Burger essen und am liebsten noch Pommes und alles andere. Wow, ein großer Tisch mit Burgern, wie lecker. Wir retten kurz einen Waddle Dee. Ja, das ist wichtig. Aber jetzt essen wir Burger. Guten Appetit, Kirby. Katztastisch begrüße ich euch zur neuen Folge von Kirby und das vergessene Land hier auf Katze. Wir kehren als allererstes Mal in die Stadt der Waddle Dees zurück, um uns einmal zu erholen. Ihr seht, ich bin gerade sehr, sehr geschwächt von der letzten Folge, als wir gegen Gorillus Phantom gekämpft haben. Und darüber hinaus muss ich auch noch meine Fähigkeiten verbessern. Wenn wir schon mal hier sind, spielen wir mal Musik. Die Band. Und das ist so schön, denn die ganzen Soundtracks von den verschiedenen Liedern im Spiel, die kann man hier abspielen lassen. Also irgendwie cool, oder? Findet ihr nicht auch? Also wenn man einfach Lust hat, ein bisschen zu rocken, dann kann man zu der Band und einfach Spaß haben. Oh, hier kann man sogar Geld spenden. Ja, das mache ich doch gerne mal. Bis zu 1000 Münzen kann man spenden. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen Geld sammeln und der Band dann diese 1000 Münzen auf einmal geben. Hallo, Waddle Dee. Hey, Kirby. Ich habe gerade herausgefunden, wie du deine Spezialpower noch viel mächtiger machen kannst. Dazu brauche ich nur ein paar seltene Steine, um deine Angriffskraft zu verstärken. Ich nenne diesen Vorgang Spezialpower-Aufwertung. Wenn du willst, kann ich sofort deine Spezialpower aufwerten. Such dir einfach eine aus und los geht's. Wow, Aufwerten von Spezialpower. Wenn du eine Spezialpower aufwertest, erscheint neben ihrem Namen ein Plus, das anzeigt, dass ihre Angriffskraft erhöht wurde. Nutze diese zusätzliche Kraft, um besonders schwere Bosse zu besiegen. Cool. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall für die Fähigkeiten wie den Hammer machen, aber auch für das Schwert, denn das sind Fähigkeiten, die ich sehr, sehr oft verwende. Aber erstmal möchte ich meine Fähigkeiten auf das vollendete Level bringen. So wie jetzt auch die Entdeckerfähigkeit. Wieder höchste Zeit. Mal sehen, was wir kriegen. Achtung, Achtung, Achtung und... Oh, wie cool. Die Spezialpower Entdecker hat sich zu Weltraumentdecker entwickelt. Hey, cool. Ich bin jetzt in der Galaxie unterwegs. Mit dieser entwickelten Spezialpower kannst du das Portal zum Weltraumentdeckerschatz im Gebiet Rotards verbotene Lande betreten. Mhm. Das war ja damals nicht möglich. Wie cool das einfach ist. Ich kann sogar meinen Schuss aufladen. Boom! So, ich schnappe mir mal ganz kurz, upsala, die Schlaffähigkeit, die Tiefschlaffähigkeit, um kurz ein Päuschen zu machen. Ihr seht es links oben. Ich habe zu wenig Energie. Und mit dieser Fähigkeit kann ich mich kurz auffüllen. Alternativ kann man in der Stadt der Waddle Dees auch kurz in das Haus von Kirby gehen. Upsala. Ich hätte gerne die Weltraumentdeckerfähigkeit. Kann man auch alternativ in das Haus von Kirby gehen und sich da kurz ins Bett legen, um dann wieder volle Kraftpunkte zu haben. Aber so sieht das doch ganz gut aus. Okay, zumal ich ja jetzt wieder den zweiten Kraftpunktebalken habe. Ich glaube, das ist auch nur durch Tiefschlaf möglich, richtig? Labor Discovera. Ach so, Moment. Normalerweise... Ah, jetzt bin ich auf der Karte. Okay, okay, okay. Das passt. Hier ist Leopold. Ich gehe mal ganz kurz in das Menü, denn wir können hier sehen, wo unsere Waddle Dees fehlen. Auf den Naturebenen. Da war ich fleißig, aber hier im Ambelen Center habe ich was verpasst. Und das holen wir jetzt nach. Hier im Ambelen Center fehlen mir zwei Waddle Dees, die versteckt sind. Vier Donuts muss ich essen und durch das Center laufen, ohne mich zu verirren. Also einfach immer die richtige Abzweigung wählen. Das habe ich ja erst relativ am Ende kapiert und verstanden, als wir das erste Mal im Ambelen Center waren. Vielleicht hier nochmal kurz der Hinweis für alle. Ich habe euch ja bereits in der letzten Folge gesagt, wir müssen die Seelen von Leopold zurückfinden, um Leopold zu retten. So geht ja die Geschichte weiter. Ich werde aber an dieser Stelle immer mal ein bisschen mischen. Das heißt, wir werden ab und an die vergessene Lande besuchen, also Discovera bzw. Vergessebenen, um dort die Seelen, die einzelnen Seelenfragmente von Leo zu sammeln. Und zwischendrin, wie zum Beispiel in der heutigen Folge,
werde ich die letzten Waddle Dees einsammeln, die mir noch fehlen. Denn ich war zwar gründlich, aber nicht gründlich genug. Und wie vorhin schon gesagt, ich möchte, dass ihr auch diese Videoserie nicht nur genießen könnt, nicht nur vielleicht das ein oder andere auch lernen könnt, sondern vor allem auch, falls ihr das Spiel selbst besitzt und spielt, dass ihr wisst, wo ihr alle Geheimnisse lüften könnt. Und das gemeinsam mit mir. So, hier alle Münzen einsammeln. Münzen kann man hier nie genug haben. Allein für die ganzen Erweiterungen. Für den Laden, um sich Power-Ups zu holen. Aber auch für die kleine Spende. Für die Musiker, für die Musikband. Aber ansonsten kann ich doch relativ schnell unterwegs sein. 4 Donuts. Ja, habe ich alle gegessen. Quatsch, alle gegessen. Habe ich. Dazu habe ich den ersten Donut gefunden. Also der erste Donut war da oben. Wo sind die anderen 3 Donuts, die mir noch fehlen? Jetzt geht's mit dem Lollipop einmal hier durch, Kirby. Ach, super. Da waren noch mehr Münzen. Und hier nehmen wir alle mit. Ich liebe diese Igelfähigkeit. Am Anfang mochte ich ja sehr die Bombenfähigkeit. Und die hat sich... Die ist gut, die ist super, die ist noch besser geworden. Aber die hat mich dann nicht mehr so sehr überzeugt, wie zum Beispiel die Igelfähigkeit. Also die Igelfähigkeit ist super. Da kommt nichts dagegen an, wirklich nicht. Gehört zu meinen absoluten Favorites, zu meinen Favoriten, zu den tollsten Fähigkeiten. So, auf dem Schild steht, ich soll diesmal in die Burger-Abzweigung, also einmal dadurch. Ich hoffe, das ist direkt der richtige Weg gewesen. Oh ja, sieht gut aus. Und da muss ein Waddle Dee sein, der uns gefehlt hat. Ja, das ist Waddle Dee Nummer 2. Und jetzt fehlt uns nur noch Waddle Dee Nummer 4. Okay, mal sehen, wo sich dieser versteckt hält. So, die Kartons machen wir kaputt. Und nach oben, Kirby. Yay! Ich find's so cool, dass wir wieder hier im Ambulance Center sind. Ich liebe dieses Level. Das ist so schön. Einfach so ein verlassenes Kaufhaus. So, komm. Lieber wilder Eisbär. Meine Stachelfähigkeit wird dich bezwingen, mein Freund. Achtung, er springt weg. Aber alles kein Problem für uns. Und besiegt. Brauche ich seine Fähigkeit? Ich nehme sie mal mit, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Wir schlittern wieder durch die Gegend. Moment, wir haben ja noch diese Feuerelemente. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so unklug gewesen, hier die Fähigkeit zu wechseln. Ich sammle ja noch Donuts. Ich muss 4 Donuts finden. Nur dann habe ich auch den letzten Waddle Dee gefunden. Hier waren Münzen. Okay. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Es ist vorteilhaft. Ich glaube, das habe ich auch schon in der letzten Folge erzählt. Kann es sein? Dass wir die Geheimnisse schon mal in der normalen Welt lüften und die ganzen versteckten Orte finden, sodass wir dann in den Vergessebenen, wenn wir Leos Seelenfragmente sammeln, dass wir da sofort die Verstecke kennen und wissen anhand der normalen Level, aha, da, hier oder dort könnte was versteckt sein. Und Schalter aktiviert, da kommt nur ein Waddle Dee raus, den wir aber schon gerettet haben. Da gibt es da lediglich eine rote Münze. Kann man aber durchaus mitnehmen. Und oh, da ist was Verstecktes. Hier war, ja, hier ist auch noch ein Donut. Donut Nummer 2. Und ich hoffe, dass ich nichts verpasst habe. Aber normalerweise sollten wir alle Donuts finden, wenn wir den richtigen Weg wählen. So, 2 von 4. Und hier muss ich auch darauf achten, den richtigen Weg zu wählen. Damals habe ich ja bewusst mit Absicht den falschen Weg gewählt. Ich bin durch die Cappuccino-Gasse gegangen. Und hier sehen wir ein Törtchen. Das zeigt nach links. Und da war nochmal ein Schild. Da muss ich gleich mal nachgucken, was wir da für ein Schild finden. Einmal einsaugen und den Schrankstopfer öffnen. Wunderbar. Raus für uns. Raus mit uns oder rein in diesen Raum. Hier sehen wir Eiscreme. Jetzt ist die Frage, müssen wir da rein? Dieses Eiscreme-Symbol vervollständigt lediglich die Karte, aber der Pfeil zeigt nach links zum Kuchen. Ich würde also mal den Kuchen wählen.
Und wir, oh, wir haben sogar zwei Kuchensymbole. Das sehe ich erst jetzt. Aber auf der Karte hat man das hintere Symbol gewählt. War ja links oben. Also ich laufe jetzt mal durch die linke Kuchengasse in der Hoffnung, dass es richtig ist. Ich hoffe, das sollte mich nicht zusätzlich verwirren. Und? Oh, es könnte richtig sein. Ja, schaut mal. Da wackeln die Schatztruhen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, aber schönes Rätsel hier im Ambilien Center. So, wow, der wollte Kuchen essen und ich habe ihn umgehauen mit meinem Chakram-Bumerang. Den Bumerang müssen wir auch unbedingt mal erweitern. So, Münzen. Und da ist unser Waddle Dee Nummer 4, oder? Yes! Wir haben sie alle gefunden. Aber wir müssen noch 4 Donuts essen. Hier ist irgendwas. Was haben wir da? Gar nichts. Doch, ein Donut. Das war Donut Nummer 3. Und jetzt fehlt uns nur noch einer. Ich hoffe, wir finden ihn. Und zusätzlich dazu dürfen wir nicht verwirrt sein. Oder uns nicht verirren. So wird das formuliert. Denn wenn wir uns verirren hier im Ambilien Center, kriegen wir den letzten Waddle Dee ebenfalls nicht. Aber ich glaube, wow. Was habe ich da gerade gemacht? Das war ziemlich cool. Aber ich glaube, dass wir uns nicht verirrt haben, da wir immer den richtigen Weg gewählt haben. Das heißt, einmal durch die Burgergasse am Anfang. Und beim zweiten Mal haben wir den hinteren Kuchenweg gewählt. Und das war ja richtig. Und schwumms! Einmal umgekippt. Oh, schaut mal! Warum sehe ich das erst jetzt? Da gibt es einen Weg nach oben. Oh, jetzt sag mir bitte, dass wir da den letzten Donut finden. Und ich habe hier noch den Waddle Dee erhalten für das Nicht-Verirren. Dadurch, dass ich richtig gelaufen bin. So, das war Donut Nummer 4. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Waddle Dees gefunden. Wunderbar. Und ich hatte am Ende noch die Befürchtung, dass mir ein Donut fehlt. Aber es hat funktioniert. Abschnitt abgeschlossen. Da sind alle Waddle Dees im Ambilien Center. Die ersten Waddle Dees hatte ich euch ja beim ersten Durchlauf schon gezeigt. Und das war in Folge 3 oder 4, glaube ich. Halte den B-Knopf gedrückt, um zu zielen und zu werfen. Halten, zielen, werfen. Einfacher geht es nicht. Du kannst Bomben auch beim Laufen werfen oder sie in Gegner kegeln. Ja, das war die erste Bombenfähigkeit. Und hier kriegen wir ein Waddle Dee. Diese entzückenden Bewohner vom Planeten Pop strandeten bereits vor Kirby in der neuen Welt. Bedroht von einigen wilden Bestien, die sie gefangen nahmen und ihnen ihr Essen stahlen, waren die Aussichten anfangs nicht rosig. Doch Kirby half, ihre Stadt wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen. Ach, so schön. Waddle Dees sind zwar Gegner von Kirby in anderen Kirby-Spielen, aber in diesem retten wir sie. Und eigentlich sind das so putzige Gegner, die einem nichts Böses wollen. Das kann man echt sagen. So, das war unser Ausflug im Ambilien Center. Theoretisch könnte ich noch mit unserem lieben Freund Gorillos weitermachen. Aber ich suche mal nach den versteckten Schätzen. Denn das kann man hier auch machen. Oh ja, hier. Ich habe was gefunden. Du hast ein verstecktes Portal zu einer Straße der Schätze entdeckt. Mal sehen, was dich auf der anderen Seite erwartet. Ja, da bin ich auch gespannt. Automatenstopfer. Es wird also Zeit, ein paar Dosen zu werfen. Dosenwerfer, Automaten-Action. Und da vorne wartet direkt ein Getränkeautomat auf uns. So, jetzt geht's los, Kirby. Zeig mal, was du drauf hast. Sollte ja gar nicht so schwer sein, oder? Immerhin ist das eine Aufgabe, die in der ersten Welt vorkommt. Da kriege ich es noch mit ganz einfachen Rätseln zu tun. Oh, schaut mal. Links und rechts. Mit den Bombenblöcken kann man diese Kanone umhauen. Jetzt einmal vorbei an den Ramsen. An Ramse 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, neue Brücke. Und volle Kraft voraus. Hallo, meine lieben Rabüffel. Husch, husch, husch. Husch, husch. Ins Körbchen. Mein kleiner Büffel. Wunderbar. Ja, läuft nicht ganz so glatt. Müsste schon längst da oben sein, glaube ich. Aber mal sehen. Vielleicht schaffe ich es ja in der Zeit. Oh, jetzt habe ich hier extra Schalter. Okay, ich verstehe schon. Schalter 1. Schalter 2. Und Moment. Schalter 3 wird ebenfalls aktiviert. Und dann geht's auch für mich schon zum Stein der Sterne. Ich meine, zum seltenen Stein. Punkt.
So, wir haben ihn. Doch die Frage ist, waren wir schnell genug? Und? Oh ja, waren wir. 9 Sekunden. Fast 9 Sekunden. Cool. Das freut mich. Und zack, wir haben uns einen seltenen Stein verdient. Dann würde ich sagen, auf geht es in das nächste Level. Ich schau mal, hier müsste noch irgendwo etwas sein. Waddle die Stadt, da möchte ich nicht hin. Da waren wir schon. Hier, das sind Schmetterlinge. Schmetterlinge an einem geheimnisvollen Ort. Wir haben wieder ein verstecktes Portal zu einer Straße der Schätze entdeckt. Und mal sehen, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Kegelstopfer. Okay, Kirby ist auf jeden Fall bereit für diese Herausforderung. Angriff mit Köpfchen. Fahrt der Rohre. So, Kegelstopfer. Und los geht's. Boom. Hey, weg mit den Ramsen. Und zack, wieder nach oben. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Aber natürlich muss man das Ganze auch hier timen. Das heißt, zum richtigen Zeitpunkt diesen Angriff einsetzen, um möglichst schnell nach oben zu kommen. Und ja, ihr habt's gesehen, treffen sollte man ganz nebenbei natürlich auch. Los geht's, Kirby! Oh, wir haben gar nicht so viel Zeit für dieses Level. Aber da oben ist bestimmt gleich das Ziel, oder? Sag mir bitte, dass wir gleich da sind. So, darüber, vorbei an den großen Türmchen. Und wir haben es geschafft. Aber waren wir in der Zeit? Das ist die Frage. Waren wir, aber super knapp. Knapp unter 45 Sekunden, das heißt, wir kriegen wieder einen Münzbonus. So, wieder ein seltener Stein. Brauchen wir alles für unsere Fähigkeiten? Wir sammeln alle Steine, die es gibt. Und ich muss auch auf jeden Fall noch ein paar Codes von euch einlösen. Viele von euch haben mir Codes geschickt. Lina, Glumatz und viele andere. Luis, glaube ich, auch. Wo machen wir weiter? Ja, hier. Beim einsamen Strand. Vervollständige den Schriftzug auf dem Dach. Ja, das war die letzte Aufgabe. Und das war so simpel. Nachdem ich erfahren habe, was die letzte Aufgabe war, wusste ich auch sofort, was zu tun ist. Das ist echt kinderleicht, was wir da machen müssen. Ich kann es euch schon mal verraten. Ihr braucht nur den Ringstopfer und müsst als Ring höchstwahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, kurz zurücklaufen. Kurz zurücklaufen bedeutet zu dieser Hotelschrift. Und zack, kriegt ihr dann den Waddle Dee für diese Aufgabe. Mal sehen, ob das genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und diese Entdeckerfähigkeit ist ja echt cool, oder? So, tada! Ein kleines Geheimnis bekommen. Unser Weltraum-Kirby. So cool. Und vor allem mit seinem Mini-Jetpack, mit seinem Raketenrucksack da auf dem Rücken. Leider kann er damit nicht fliegen, aber lustig ist es allemal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell ich den wilden Bonker mit meiner Fähigkeit besiegen kann. Wow! Die Entdeckerfähigkeit ist ja viel stärker, als ich dachte. Da ist ja ein riesiges Energiefeld erschienen. Boah, da haben meine Gegner ja überhaupt keine Chance gegen mich. Zack, und nochmal und schon besiegt. Ach, herrje. Ist das gewaltig. Ist das cool. Na komm, ich wechsle mal. Zeit für den Hammer. Weiter geht's, Kirby. Es gibt noch einiges zu entdecken, mein Freund. So, weg mit den blauen Ameisen. Bum, 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 sage ich nur. So, die anderen Geheimnisse wie hier, die Leiter hochzuklettern, das kann ich mir an dieser Stelle alles sparen, weil ich habe ja alle Waddle Dees gefunden. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, müsstet ihr da natürlich erst noch hoch und euch da genauer umsehen. Nicht vergessen, nutzt auch die älteren Videos, in denen ich die Waddle Dees gefunden habe. Dann seht ihr ganz genau, wo ich in allen Leveln alle Waddle Dees gefunden habe eben. So, vorsichtig vorbei an den Krokodilen. Die schwimmen hier auf und ab. Oh, Moment. Ich weiß gar nicht, ob ich das doppelt und dreifach sammle, diese Figuren. Aber ich nehme es mal mit. Kann ja nicht schaden. Schnell weiter, Kirby. Und vorbei an den frechen Ameisen. Oh, nein. Oh, jetzt wurde ich doch glatt eingesaugt.
von diesem Wasserwirbel, von diesem Whirlpool. So. Und ich bin wohlbehalten auf der anderen Seite angekommen. Zeit für den Igel. Jetzt müssen wir auch gleich... Oh ja, schaut mal. Seht ihr, das ist die Schrift, von der ich vorhin gesprochen habe. Und wir müssen einfach nur kurz nach vorne laufen. Zack. Vervollständige den Schriftzug auf dem Dach. Das war die ganze Aufgabe. Mehr war also nicht zu tun. Und das war der letzte Waddle Dee, der hier noch gefehlt hat. Zumindest bei mir. In meinem Durchlauf. In meinem Spieldurchlauf. Autsch, ey. Frechdachs. Theoretisch müsste ich jetzt auch gar nicht das Boot holen. Ich kann einfach ganz frech da auf die andere Seite schwimmen, oder? Aber Moment, das geht natürlich nicht als Ringstopfer. Aber ich kann ganz normal rüberschwimmen oder rüberschweben. Dann spare ich mir alle Geheimnisse, die ich ja sowieso schon gelüftet habe. Zack, statt drei Waddle Dees gibt es Münzen, weil wir das Level ja bereits abgeschlossen haben. Abschnitt abgeschlossen und ich habe den Schriftzug auf dem Dach vervollständigt. Mega cool. Oh, Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nun auch mit Kuppeln vollstopfen. Mund auf, Kuppel rein und dann so lange drehen, bis sie mit einem Plop aufspringt und ihr Geheimnis preisgibt. Was sich verbirgt? Nun, das muss Kirby selbst rausfinden. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Und hier haben wir noch ein Auto. So, Kirby, raus aus dem Level und rein in das nächste. Das nächste Level wäre theoretisch die Betoninsel da vorne. Die heißt, glaube ich, auch so. Oder wir schauen mal nach Straßen der Schätze. Kann ja auch was hier offen sein. Ja, da ist tatsächlich noch was offen gewesen. Ein Portal zu einer Straße der Schätze. Ich würde sagen, gucken wir doch mal rein, was es da so Schönes für uns zu entdecken gibt. Straße der Schätze, süßer Erfolg, wild und unverwundbar. Okay, ja, das sieht wirklich wild aus, denn ich bin Kirby, ganz normal, ohne Fähigkeit. Und ich sehe schon, ihr seht es genauso, ich muss alle vier Schalter betätigen, die sich jeweils in der Ecke befinden. In jeder Ecke gibt es einen roten Schalter. Jetzt habe ich alle aktiviert und muss vorbei an diesen Rabüffel. Aber vorher kann ich mir sogar noch einen Lollipop holen. Und den schnappe ich mir gleich mal. So, jetzt einmal ganz wild hier durch. Jetzt kann mich niemand mehr stoppen und ich laufe umso schneller. Es gab auch ganz viele Münzen dafür. Hui. Kirby, supi dupi, es hat gut funktioniert. Und ich war sogar wieder mal ganz knapp in der Zeit. Also ich habe öfters mal mehr Glück als Verstand. Das kann man nicht anders formulieren. So, Stern gut geschrieben. Und es gibt nochmal irgendwo einen geheimnisvollen Platz, den ich noch nicht gefunden habe, denn da habe ich noch nicht gesucht. Oh, hier vielleicht? Ah ja, da ist eine Höhle. Und wir haben wieder ein Portal entdeckt. Kirby, jetzt geht's nochmal richtig zur Sache. Die Treppe. Die berühmte Vollstopfertreppe. Schritt für Schritt bewege die Treppen. Oh, interessant. Okay. Ich muss mit Hilfe der Treppe auf dem roten Schalter stehen. Und diesen aktivieren, um dann schnell nach oben zu kommen. Ach so, ja, ich muss alle aktivieren. Und wenn ich alle aktiviere, kann ich weiter. Okay, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Ich muss mich aber auch nur auf die Schalter stellen. Hey, hey, hey. Treppe, du sollst aber hier stehen bleiben. Ah. Ich glaube, das geht mit dieser Treppe gar nicht. Ich muss erst mit der anderen darüber. Oh, nee. Oh, nee. Kann ich seitlich? Ach, okay, 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 okay. Ich kann auch nicht dann nach unten. Ich glaube, ich muss mit der Treppe in der Mitte nach unten auf den Schalter. Und dann mit der Treppe links oben muss ich... Oh, ich dachte schon, ich komme nicht durch. Muss ich nach rechts? Und so wird es dann, glaube ich, funktionieren. Jetzt bin ich hier natürlich voll im Weg. So, mit der ein bisschen zur Seite. Oder zack, direkt auf den Schalter. Und dann hier rüber. Ah, okay, okay. Interessantes Rätsel, denn die
Treppen verhalten sich eben, je nachdem wie sie ausgerichtet sind, ganz anders, wenn man sie wieder verlässt. Und das war gerade der Trick. Oh! Jetzt wird das Ganze nochmal richtig kompliziert. Also, liebe Katzen-Community, wir müssen jetzt unser Gehirn richtig schön anstrengen. Wie müssen wir die Treppen platzieren, um in der Zeit von knapp über 1,5 Minuten die Treppen so zu platzieren, dass wir alle Schalter betätigen und rechtzeitig oben sind? So, das war Nummer 1. Ich hoffe, dass das auch so stimmt. Diese Treppe muss da nach oben. Und ich hoffe, dass ich mit einer anderen Treppe da vorbeikomme. Aber das sollte ja eigentlich schon der Fall sein, oder? So, mit dieser Treppe... Ach so. Oh nein, ich bin ja dann im Weg. Ich blockiere mich selbst. Ich muss mit der Treppe kurz zur Seite gehen. Ja, ja, okay, okay. Nutzt dieses Video, falls ihr das Rätsel nicht geschafft habt, als Lösung. Und macht das bitte 1000-mal besser als ich. Jetzt habe ich nur noch knapp 1 Minute für dieses Rätsel. Mal gucken, ob es mir noch gelingen wird. So, Schalter aktiviert. So, kannst du da oben bleiben? Ich bring dich lieber mal hier runter. Sicher ist sicher. Und mit dieser Treppe gehe ich jetzt da nach oben. Dann sind noch 2 Treppen übrig. Und welche ich wo platziere, ist eigentlich total Banane. Ist total egal. Ich nehme diese Treppe einfach mal für diesen Schalter links. Und die andere Treppe für den Schalter, der da noch übrig ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob nochmal ein Rätsel kommt. Denn wenn ja, dann schaffe ich das nicht in der Zeit. Denn für gewöhnlich werden die Rätsel ja immer stärker. Oder schwieriger, komplizierter. Aber nee, da ist der Stern. Hat ein bisschen gedauert, muss ich zugeben. Aber wir haben es geschafft und das ist die Hauptsache. Ja, ich war natürlich zu langsam. Da müssen wir uns nichts vormachen. Fast eine ganze Minute zu langsam. Aber Kirby und Elfilin haben es geschafft. Sehr gut. Wieder mal eine Straße der Schätze geschafft. Meine Lieben, bleibt katastisch.